Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Schön, dass du heute wieder einschaltest. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe wieder ein bisschen Zeit für einen kleinen Quickie hier mit euch. Und so, ich sehe jetzt gerade, ich muss ein bisschen das Mikrofon noch einstellen und ein bisschen noch das Mikrofon zurechtrichten. So, so passt das dann jetzt auch mit der Lautstärke. Ja, schön. Also, ihr habt es mitbekommen, das DLC ist draußen seit Dienstag und ich wollte es mir eigentlich gerade geholt haben, was gleich bedeutet, zeige ich euch auch gleich. Und ich bin so hart überrascht über die Kommentare, die dort sind und ja, also ich schrecke mich gerade ein wenig ab. Da sind im Moment gerade mehr Negativbewertungen und Kommentare als positive. Und ja, das, was mich am meisten erschreckt hat, ist nicht auf Deutsch. Es ist komplett auf Englisch. Und das finde ich ein bisschen doof. Ich meine, ich kann Englisch, ja, ich verstehe es auch, ja, aber naja, ein DLC rausbringen und komplett auf Englisch, ja, ist ein bisschen doof. Und was zur Story geschrieben wurde, also es gab jetzt keine Spoiler, aber halt wie die Story technisch vonstatten geht und also so wie es jetzt berichtet wurde, ich weiß es selber noch nicht, ich muss mir tatsächlich selber noch ein Bild davon machen, aber ich bin jetzt halt gerade ein bisschen abgeschreckt vom Kauf. Ja, gibt das wohl keinen größeren Fun. Aber, wie gesagt, wer weiß das schon, ich muss es mir tatsächlich jetzt noch übers Wochenende halt überlegen. Solange mache ich jetzt halt weiter mit dem Vanilla-Game und ja, ich warte jetzt einfach nochmal und falls ich weiter herauskristallisieren sollte, es ist Murks, das DLC, naja, dann können wir halt immer noch umswitchen auf Reforged Inn, wobei bei Reforged Inn, ich gesehen habe, ich hab da mal ganz kurz reingeschnuppert, es ist auch komplett auf Englisch. Außer ich habe irgendwo jetzt noch eine Mod im Workshop vergessen, die die deutsche Übersetzung mit sich bringt. Aber da muss ich halt nochmal genauer nachgucken. Naja, gut. Okay, auf jeden Fall, wir gehen mal aus dieser Ansicht. So, scroll, 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 scroll. Und wir gehen wieder in die Ansicht. Zack, perfekt. Gut, ich zeige euch mal eben... ach nee, bevor ich euch die Farm jetzt zeige, ich habe sie mir nämlich offscreen ein bisschen fertiggestellt. Noch eine kleine Neuerung dazu, die IO-Kühlung, All-in-One, genau, IO-Kühlung ist dann jetzt auch die Tage reingeflattert und ja, verbaut, gefuckelste Arbeit gestartet und ja, beim Bootvorgang gab es den ersten Fehler, PC, nicht PC, CPU-Fan-Error. Ha, dachte ich mir dann so, das ist doch doof. Warum übertragen die Lüfter denn nicht die Drehzahl? Es ist eine aktuelle IO. Es ist, weiß ich nicht. Und ich war so erschrocken und ich dachte mir so, oh mein Gott, warum? Ja, liegt wahrscheinlich an dem beiliegenden Y-Kabel von der IO. Ich muss da ein bisschen nochmal irgendwann mal, wenn ich Lust und Laune habe, nochmal rumfuckeln. Und dass ich dann halt, naja, egal. So viel dazu. Deswegen habe ich mir auf dem anderen Monitor Temperaturen lasse ich mir jetzt gerade einblenden und einfach nur um die Temperatur mal zu überwachen. Bisher jetzt durch die IO die 320mm Lüfter am Radiator, die laufen gerade nur auf 30%, weil naja, die denken sich, naja, 42 Grad ist noch kühl genug, wir müssen nicht höher schalten. Ich hatte es mal vorhin mal laufen lassen. Habe ich mal die Lüfter am Radiator mal zu 100% drehen lassen und dann ja, gammelte die CPU dann so auf Temperaturen unter 30 Grad. Also schon geil. Ich hatte ein bisschen Sorge gehabt, dass ich zu wenig Kleister drauf gemacht habe, Wärmeleitpaste aufgenannt. Und ja, schauen wir mal. Ich behalte es einfach mal im Kopf, ansonsten muss ich der Lüftersteuerung sagen, sie soll auf fixen Wert laufen, wo ich die Lüfter nicht höre. Also ohne Kopfhörer höre ich die Lüfter sowieso nicht und jetzt durch die Kopfhörer erst recht nicht. Egal, ob ich sie jetzt alle auf 100% stelle oder nicht. Ja, gut, gucken wir mal. Also, die Farm, ich habe sie offscreen, das sieht ja cool aus. Also ich habe sie offscreen, habe ich sie fertiggestellt. Hatte noch geguckt gehabt, warum die Solar Panels nicht kontinuierlich Strom abgeben. Ich vermute einfach mal, dass ich zu weit von der Sonne entfernt bin oder dass die Sonne halt einfach doof ist. Gut, ich lasse das UI mal weiter ausgeblendet. Ihr kennt ja hier die... schon mal die Aufstellung.
Hier sind die Früchte, da kommt das Gemüse her, hier überall hängen die ganzen Skripte dran. Im 10-Sekunden-Intervall wird hier abgefragt, ob hier abgeerntet wird. Nur kurz, ne? Also es funktioniert, also er erntet von alleine ab und ich glaube in der Fridge 2 haben wir auch schon ein paar Notverpflegungen. Genau, so läuft sich das dann hier über diese Ebene ab und auf die Ebene auch unten drunter. Mal kurz hier eine Ebene unten drunter. Genau, hier unten sind die Gewürze und hier die Knospen. Von den Knospen brauchen wir nicht so viele und von den Gewürzen auch nicht. Ich glaube, der Jubo-Golfer war es, glaube ich, hatte jetzt im Kommentar geschrieben gehabt, dass es effektiver eigentlich wäre oder dass ein höherer Ertrag wäre beim Anpflanzen von Kürbis, war das, glaube ich. Genau. Da habe ich mich tatsächlich dann verrechnet. Ich habe es nochmal nachgerechnet gehabt und ich war immer der Meinung, dass Tomaten das Maß aller Dinge ist, aber nee, es ist tatsächlich das Gemüse. Ach, nicht das Gemüse, der Kürbis, aber na, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Je nachdem, wie lange wir jetzt hier noch im Vanilla-Game rumhängen. Ja, genau. Ja, hier hatte ich mich dann ein bisschen verbaut gehabt. Ich wollte eigentlich hier den Schutzschild reinpacken. Ihr habt es ja gesehen gehabt. War dann jetzt nicht so ganz so geil. Und hier unten halt der Pentaxid-Tank. Hier sind die zwei Schwerkraftgeneratoren. Ich dachte, dass vielleicht von der Konstruktion her die... hier die... Energiekondensatoren, ach, mir fehlt das Wert, dass die vielleicht irgendwo nicht irgendwie an der Struktur irgendwie nicht angedockt sind oder sowas, dass sie halt keine Energie speichern können, aber es ist halt tatsächlich so, sie speichern keine Energie, auch die neuen gebauten nicht und der Verbrauch liegt gerade bei 4,4 Kilo Energieeinheiten, aber auch nur, weil jetzt gerade die drei Nahrungsmittelprozessoren gerade am Laufen sind und immer mal so ein bisschen intervallmäßig droppen hier nochmal 30 Kilo Energieeinheiten von den Solarpanels nochmal rein. Schild habe ich mit ein bisschen Pentaxid aufgeladen, einfach nur, naja, der Wahrscheinlichkeit halber. Naja, nach 35 Stunden müssten wir mal hier hin, um neuen Kraftstoff reinzupumpen und so viel halt dazu zu der Farm. Soll dann halt dann für den weiteren Spielverlauf genügend Futter geben. Eigentlich könnte ich jetzt ja auch noch den Schild mal eben schnell ausschalten. Schild aus, dann ist der Verbrauch auch nicht mehr ganz so hoch. Euch demontiere ich einfach. So. Da rechte Master-Spiel mit. Mal einen kurzen Blick auf die Temperatur werfen. 50 Grad. Ich hatte beim Einbau, als ich den alten luftgekühlten Kühler, CPU-Kühler runtergerissen habe, hatte ich eine. Also, ne, ich bin, was Wärmeleitpaste angeht, bin ich nicht sparsam. Und ich hatte damals ordentlich Wärmeleitpaste drauf gemacht und irgendwie, als ich dann den Kühler runtergerubbt hatte, habe ich mich gefragt, wo die Wärmeleitpaste hin ist. Ich kann mich irgendwie nicht entsinnen, dass Wärmeleitpaste... Achso, ich sollte den Schild auch mal wieder aktivieren. Gucken nicht, dass ich mir jetzt die Stromversorgung hier kille. Da habt ihr gerade gesehen gehabt, den Peak. Oh, ich muss dann den zweiten Generator mit hochfahren, weil sonst mache ich mir die Generatoren kaputt. Für die Stromerzeugung. So, jetzt geht's gerade. Jetzt sind wir gerade 0,4 Energieeinheiten drüber, aber es geht noch. Also, der liegt nur bei 100%. Das Schild müsste sich jetzt gleich aufgebaut. Ich muss kurz überwachen, dann kann ich den nächsten Generator. Genau, dann kann ich den Generator hier wieder ausschalten. Hier, dann zack, Generator aus. Und dann bleibt mir nur noch genügend Strom über. Die Nahrungsmittelprozessoren produzieren durch. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob noch genügend in der Queue da ist. Beziehungsweise, ob genügend Material da ist, damit die halt einfach durchlaufen können. Ich weiß es gerade nicht. Achso, ja genau, da hängt das Schild, die ganzen Frachtcontainer, ja. Eigentlich müsste ich noch die ganzen Lichter hier alle noch sensorgesteuert haben, damit wir noch mehr Strom sparen können, aber auf diese Fuckelarbeit habe ich jetzt gerade irgendwie keine Lust so wirklich. Gut, schauen wir mal eben kurz in den Nahrungsmittelprozessor rein. Gebe einfach direkt in die Queue rein die Notverpflegung, ohne jetzt die Zwischenprodukte herzustellen und das macht dann halt von alleine. Das müsste dann halt von der Produktion her, müsste sich das dann ausgeben, bis dann das nächste Gemüse dann fertig ist und dann hier rein droppt. Der müsste jetzt eigentlich durchlaufen. Ich habe jetzt hatte ich einen Tausender einmal angeschmissen gehabt. Und ja. Guck mal, ob es sich ausgeht. So, dann haben wir hier zumindest schon mal unsere Nahrungsmittelfarm. Das Bett lasse ich mal da stehen und dann könnten wir den neuen Namen geben, Space Farm. Wobei, Space Farm ist ganz cool.
Okay, da musste ich gerade einmal niesen, Entschuldigung. So, Space Farm, wir lassen einfach Space Farm jetzt hier stehen und gut ist. So, dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen können. So, die Skripte werden hier immer oben weiterlaufen, das ist kein Problem. Das ist nicht das Problem, das ist schon mal gut. Ja, dann gucken wir uns doch mal unten den Mond an und mal schauen, was da noch für ein paar Strukturen rumfliegen. Kreuchen und Fleuchen. Mal eben kurz hier gucken, wie schaut es hier mit der Energie aus. Na, hier müssen wir ein bisschen nachlegen, tatsächlich. Aber ich muss ich tatsächlich ein bisschen nachlegen. So, O2-Flaschen sind hier fertig produziert worden in der Zwischenzeit. Das ist sehr gut. Irgendwie war die Space Farm ziemlich am Schlucken. So. Ja, dann schmeißen wir uns mal eben hier neuen Kraftstoff rein. Mal gucken. Der hat 100 von diesen Teilen hat er geschluckt. So rum. Dann gehen wir nochmal eben schnell auf Player Weapons, privates Zeugs. Und dann schmeiße ich mir die noch eben noch da rein. Ja, dann passt das auch. Gut, einen Kern haben wir noch. Das wird jetzt so wahrscheinlich sowieso, wenn wir jetzt auf den Mond fliegen, wie auch immer. Wird das Ganze, ja, wenn die ganzen Skripte halt nicht funktionieren. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt erstmal keine größeren Bauprojekte. Mir geht es jetzt erstmal rein weg, schlicht von dem Loot. Und wenn ich das jetzt hier gerade so sehe, ein paar Laser-Energiezellen könnten nicht schaden. Blablub und Trupp. Wo haben wir sie? Das sind die hier, Laserzellen. 50 werden hergestellt. In einem Rutschzähler sind 500. Dann lassen wir mal hier mal wieder ein Tausender. Für den Fall der Fälle. Gut, dann gucke ich mir mal den Mond an. Mal schauen, welche Strukturen hier am Draufgammeln sind. Joa. Aber ihr könntet mir ja mal, falls ihr Lust und Laune habt, könntet ihr mir ja eure, falls ihr euch schon das DLC, Geschütztürme sind aktiv. Ich muss mal ganz kurz auf die Geschütztürme mal ganz kurz kicken. Geschütztürme, Generatoren, nicht montierte Waffen. Ja, montierte Waffen, Geschütze. Falls ihr euch das hier, genau, da wollte ich jetzt gerade weiter ansetzen. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier noch so rumfliegen? In Space. Das ist noch eine Agri-Station. Das war ja mal mein Traum. Vielleicht gehen wir auch einfach mal so ganz kurz in den Kampf. Mal gucken, was hier noch so ist, bevor ich mich jetzt auf dem Mond hier verlustiere. Hier war ja noch einiges. Mal kurz kicken. Wieso machst du das? Dion 3 Labs. Dion 3 Labs? Sind doch schon. Habe ich hier drin schon gebildet? Ich weiß es nicht. War das in einem anderen Sektor oder nicht? Ha. Egal. So, was haben wir da? Das sieht mir irgendwie nach einer Harkon aus. Genau, nach einer Harkon Sunseeker Fuel. Und da muss ich ja den Geschütztürmen hier einfach mal sagen. Ziele bitte. Alter. Auf die Generatoren. Weil die hat nämlich, soweit ich weiß, nämlich, glaube ich, keine Bewaffnung. Ja, und dann platzt sie ja halt auch schon da. Halt recht gut auseinander. Das war's auch. So, die bewegt sich jetzt noch ein Stückchen. Das ist aber nicht schlimm. Dann gucken wir mal, was die Fuel-Version so alles Schönes bei sich trägt. Genau. So, ich muss noch ganz kurz auf die CPU gucken. Die liegt bei 49 Grad und die Lüfter, ja, die gehen in Idle. Okay. So, ich glaube, bei der Harkon Sunseeker war der Kern irgendwo hier in der Nähe. Oha. Muss ich mir einmal drehen. So, damit ich das jetzt richtig sehe. So. Genau, die waren hinten, glaube ich, im Maschinenraum war das, glaube ich. Genau. Was hier schon alles fürchterlich weggebombt ist. Und genau, da ist derjenige, welche, der sich nennen.
Natürlich in einer Ladung kriege ich es natürlich jetzt nicht hin. Ja, geht doch. Gucken, was da kommt. Kreuz und Fleucht. Ich setze mal eben unseren Kern hier rein. Dann geht das. Dann haben wir hier die volle Kontrolle über alles. So, jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder nicht gemerkt. Call Recycle muss ich ganz kurz gleich kicken. So, in der Anschlussstation ist meistens nichts drin. Und dann gucken wir mal. Hier gibt es immer schön ein paar schöne Felder. Wow! LOL! Ups, du bist bei einer Explosion geschoben. Ups! Geil! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Auf einmal. Wo kommt das Schiff auf einmal her? Scheiße! Astera Destroyer, bitte? Oh, wie geil. Gut. Der schießt ja immer noch. So. So. Und dann haben wir ein Thunat Class Corvette gleich auch nochmal zerlegt. Gut. So muss es doch sein. Jetzt muss ich mich einmal hier drehen. Jetzt kann ich erstmal wieder hier entspannt weiter looten. Apropos. LOL, waren das zwei? Was? Nein? Zwei? Eins? Zwei? Ach nee, ich habe mich jetzt gerade gedreht. Ich dachte jetzt schon. Ich dachte, wir hätten jetzt gegen zwei gekämpft. Das wäre jetzt der Oberhammer gewesen. Aber ich muss mir eben ganz kurz hier den Call da. Alles steht auf dem Kopf. Alles steht auf dem Kopf. Mal eben kurz den Call Recycle Befehl mal eben hier holen. Hakon Zanzika. Dann holen wir uns auch noch das eine Schiff. Eben ganz schnell gemacht. Ich habe die Steuerdüsen habe ich jetzt hier noch an. Da. Hakon Zanzika. Zunat Class. Ja, da könnten noch ein paar NPCs rumgammeln. So, jetzt. Ja, jetzt ist das Problem. Jetzt sind die hier schon alle verwelkt und kaputt und eingegangen. Das fand ich jetzt nicht so schön. Hier sind sie jetzt auch alle kaputt gegangen. Naja, gut. Gehen wir einmal so hier kurz in die Steuerung rein. Hakon Zanzika Fuel. Containerelement für Munition. Frachtbox. Da lernen wir mal so die Frachtboxen aus. Achso, ich wollte tatsächlich noch in der Config wollte ich noch umstellen, dass die Deko-Boxen quasi, dass die auch hier angezeigt werden. Und die Alien-Container wollte ich das wollte ich auch noch umschreiben. Da kommt das nächste schon wieder an. Leute. So, Kühlschrank, Kühlschrank, Käse ist gut, Kühlschrank. Was haben wir denn diesmal jetzt hier für einen? Oh, ein Cargo Freighter. Gut, warum nicht? Mach du mal. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn das ganze Fuel jetzt auf einmal hin? Wo ist das ganze Fuel? So, gucken mal, wo ist das ganze Fuel? So, die ganzen Frachtboxen haben wir ja schon alle erledigt jetzt hier, ne? So. Oh, wie ich das hasse. So. Ha. Taktischer Offizier, ich rette dich, ich rette dich. Computertisch. Hier ist dann aber jetzt auch nichts mehr weiter, ne? Nö. Ah, hier ist noch einer. Kommst natürlich mit. Crew, Mensch. Man kann nicht genügend Crew haben. Oh, das nervt. EVA.
So. So, dann gucken wir uns jetzt einmal hier um. Ich frage mich, wo ist das ganze Fuel hin? Ah, Kraftstoff. Verwalten. Kraftstoff nehmen. Ich meine, okay, aber der wird ja wohl ein paar Fuelboxen dabei gehabt haben, oder? Hallo. Ha. Ist nix drin. Ha. Das ist aber sehr bedauerlich. So, dann, was haben wir denn hier noch? Noch ein paar Crew-Leute, die hier rumstehen. Hier noch ein paar, die hier rumstehen. Da, die Küchentheke zum Beispiel, das ist ein Deko-Element. Dann haben wir hier noch ein paar Schränke. Gibt es wenigstens noch ein paar Waffen. Warum nicht? Ist mein Anzug schon wieder hinüber? Mein Anzug ist tatsächlich schon hinüber. Schon wieder hinüber, so muss man sagen. Huch, falsche Taste gedrückt. So, hier gibt es noch ein paar davon. Und ich glaube, das war's dann auch, ne? Okay. So, das war's. Das heißt, ich kann hier schon mal sagen, Call Recycle. Und dann geht es hier ab, wenn er mag. Call Recycle. Da ist der Cargo-Frachter. Achso, ich brauche erstmal ein paar neue Kerne. Und das ist erstmal das nächste. Ich brauche Kerne. Ich habe nämlich keine Kerne mehr. Und ich muss die Munition mir noch mitnehmen. Schwupps. Und schon ist auch die Folge gleich wieder zu Ende. Mein Gott, geht das schnell in letzter Zeit. So, Kerne. Mann, nehmen wir jetzt noch einen Zehner an. Nein, so rum. Munition nehmen wir mal mit. Das. Und das. Schinken können wir da reinpacken. Das können wir da reinpacken, das können wir da reinpacken, das können wir da reinpacken. Fuel und Oxy können wir auch mal eben ganz schnell verteilen. Privates Zeugs. Dann gibt es noch ein paar mehr Human Crews. Da haben wir schon 50 Crewmitglieder und 19 Alien Crewmitglieder. Also das ist, ja, warum nicht? Kann man ja mal so machen, ne? So, zwei Kerne sind schon mal fertig. Das reicht mir jetzt erstmal. Wir haben ja auch nur zwei Objekte dort. Rumcruisen. So, Schubdüsen aus. Spart ein bisschen Strom. So, der wird abgefragt. Dann gucken wir uns mal die Sunat-Class-Corvette an. Mal kurz hier rüber driften und dann haben wir da noch den Cargo-Prachter. Geil. Dreht der sich? Oh ne, das ist doch schon wieder doof, ne? Wenn er sich wieder dreht. Ich hasse das, wenn die halt so am Flippen sind, ne? Das hasse ich vollkommen. Aber vielleicht haben wir auch Glück und der Kern hat sich schon verabschiedet. Das wäre ja auch cool. Kern, bitte lass mich den Kern setzen. Falsche Fraktion. So, jetzt ist natürlich die Sache, der dreht sich jetzt gerade um die Achse, ne? Ich frage, ob ich jetzt hier irgendwo reinkomme. Wir müssen so uns auch hier irgendwo durchgesprengt haben, ne? Ich wollte gerade sagen, hier haben wir uns auch durchgesprengt. Durch das Ganze. Boah, Alter. Warum lässt er mich da nicht durch? Das ist doch doof. Jetzt war nur die Frage, wo ist der Kern? Wo war der Kern?
Hier bei denen. Ist natürlich schön fürchterlich durchgeschossen. Boah, es hält ja auf keiner Kuhhaut hier. Ehrlich nicht. Alter, die Waldfee, ey. Ehrlich. Achso, die Tür geht auf, okay. Aber ich komme natürlich nur nicht durch, ne? Das ist halt das Doofe. Ja. Nee, der dreht sich, das finde ich doof. Nee, auf dieses Gefuckel habe ich keine Lust. Guck ich mir lieber den hier an. So, Cargo-Frachter. Der andere müsste jetzt auch schon abgebaut sein. Muss gleich gucken, wo der Kern ist. Ich hätte mir den Kern vorher markieren sollen. Das wird doch jetzt gleich wieder ein Gesuche werden. Naja, auf jeden Fall, ich bin wohl mit der Ayo bin ich wohl soweit zufrieden. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Also die Temperatur hält sich jetzt stabil, pendelt sich jetzt gerade auf 45 Grad und die Lüfter gammeln auf 30% Aktivität rum am Radiator. Ja, nicht schlecht. Warum denn auch nicht? So, dann gucken wir uns jetzt den nochmal eben ganz schnell an, bevor ich gleich hier vor Hunger umfalle. Also ich persönlich jetzt gleich vor Hunger umfalle. Und der freundliche Lieferdienst von dem an. Okay, der Kern lebt hier auch noch. Das ist so die Frage, wo? Wenn ich mich wieder so richtig hier angucke, dann muss ich mich jetzt erstmal hier wieder drehen. So. Ich glaube, so sieht das Ganze aus. Oh, nicht erlaubt. Oh, nee. Ich will doch einfach nur den Kern finden. Natürlich. Natürlich, Kinder. Hinter Tor Nummer 3 befindet sich folgende Überraschung. Ein Geschütz. Boah. Es ist schon wieder nicht erlaubt. Wo ist denn der Kern? Oh, das ist jetzt noch erst. Ehrlich jetzt Kernsuche? Ich weiß gar nicht, wo bei den Schiffen der Kern ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob der vorne war, ob da hinten war. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Der hat tatsächlich eine Waffe drauf gehabt, ne? Tatsächlich. Ja, machen wir es ganz offiziell. Geht. Dann suche ich mir mal hier den Kern. Ob der tatsächlich vielleicht hier ist. Hier auch nicht. Lieber Kern, wo versteckst du dich? Ich möchte dich zerlegen in deine Bestandteile. Komm ich da jetzt nicht durch? Atze. Ehrlich. Gibt's hier was Schönes im Kühlschrank, was ich essen könnte? So, die Tür habe ich mir hier aufgesprengt. Mhm, schon besser. War die dann vielleicht in irgendwelchen Prachträumen oder sowas? Ich meine, gut, dass keine Energie mehr hier drauf ist. Also wie schön, dass hier halt keine Energie mehr drauf ist, aber ich möchte da halt doch ganz gerne wissen, wo hier the fucking Core ist.
Da ist er. Was? Es gibt doch nichts über ein bisschen TNT. Danke. So kriegt man den Kern auch los. So. Oh, hier gibt es Alien-Geräte. Achso, Laserkanonen war das. Gab es hier auch. Habe ich jetzt hier gerade auch irgendwelche NPCs gesehen? Oder bin ich jetzt doof? Ausrüstung, Anzugstation, Esstisch mit Bank, Toilette, Schlafkoje. Nö. Dann habe ich mich vertutet. So. Dann gebe mir all dein wertvollen Loot. Oder auch nicht Loot. Alien-Container habe ich jetzt gerade keinen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie weit das Skript eigentlich reicht. Okay, jetzt höre ich die unteren Lüfter gerade. Okay, die unteren Lüfter habe ich mit dem mit der Temperatur der Grafikkarte gekoppelt. Dass die dann hochdrehen, wenn die GPU halt ein bisschen mehr Luft braucht zum Kühlen. Ja, darüber hinaus, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte jetzt beim Einbau ins neue Gehäuse. Ich habe mir von dem PCI Express Anschluss, habe ich mir diesen Sicherungsbügel oder den Rasterbügel oder wie auch immer, der hinten auf den letzten Millimeter hängt, habe ich mir abgebrochen. Also das heißt, falls ich mir irgendwann mal eine neue GPU holen sollte, habe ich ein Problem, die jetzige da auszubauen. Das wird nämlich spannend. Ich komme nämlich an den zweiten Bügel, das ne, ist ja dieses Clip-System, habe ich nämlich Probleme, da mit meinen Wurstfingern dran zu kommen. Hm, schon alles weg. 8 Boxen der hat. Ist ja unglaublich. Da ist nichts drin. Was ist das für eine Kacke? Nichts drin. 9. Ich überziehe schon wieder maßlos. Ist hier überhaupt noch was drin? Ja. 4 ist was drin. 2, 4, 2, 3. Ich meine, das ist auch nur Kleinvieh, ne? Aber Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? Und Munitionskiste. Ey, ein paar Raketen. Hut. So, hier ist noch ein bisschen Sauerstoff drin. Nein, nicht auch drin. Verwalten. Gut. So, dann war das unter Statistiken 12, 11, 6. 12, 11, 6. 12, 11, 6. Richtig? 12, 11, 6. So. Dann mal schnellstens hier raus. Und mal gucken, ob das tatsächlich so reicht. Ob er mir das Ding jetzt hier abbaut oder nicht. Siehst du, wenn das Lichtlein brennt? Apropos, where's my ship? Da. Der dreht sich immer noch weiter lustig. Und das ist die Asteria. Kann auch sein, dass ich jetzt zu weit weg bin. Muss ich die Asteria erst ein bisschen ranholen. Das ist aber nicht schlimm. Ja, cool. Ja, wie nennt sich das so schön? A Call to Action. Machen wir ein paar Vorschläge. Was wir hier oder was ich hier noch für Unfug treiben könnte. Machen wir mal ein paar Vorschläge. Bevor ich hier. Eigentlich wollte ich tatsächlich runter auf den Mond gegangen sein, aber. Na gut, das bot sich jetzt gerade an. Und der baut sich nicht, aber das heißt, ich bin vom Skript her, bin ich zu weit entfernt. Was für ein Schmarren. So, dann fliege ich mich hier jetzt nämlich noch hin. Dass sich das Ding dreht, das ist doof. Ich kriege das auch nicht zu stoppen. Vielleicht machen wir auch, oder bei solchen Gegnern, die ja eigentlich leicht zu besiegen sind, würde ich mal meinen, dass ich da tatsächlich auf die Antriebsaggregate gehe. Also auf die Schubdüsen. Die Antriebsschubdüsen. Und dass ich mir dann die Waffen runterschieße, dann so nehme, solange das noch, also
dass sich das dreht, ist ja völlig völligst ungeil. Da war es ja schon mal in einer Folge, da habe ich mir ein zurechtgebrochen. Also, gehen wir über das Landing Pad nach unten. Es geht wahrscheinlich schneller, als ich hier den Weg hier suche. So. Beim Gucken. Was hat denn der Cargo Freighter jetzt hier? Ist das schon abgebaut? Na, da war ich tatsächlich zu weit weg, der hat mich jetzt. Na? Was schreibst du mir denn jetzt hier? Bin ich immer noch zu weit weg? Nö. Du baust ab. Ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ach lol. Der ist schon abgebaut. Ist doch cool. Ich hoffe, dass ich mir jetzt den Weltraum nicht zumülle, weil jetzt habe ich den einen Core gerade nämlich nicht gepackt. Warte mal, habe ich den hier vielleicht in der. Habe ich den hier vielleicht. Ach, P-Menü. Welchen P-Menü? Hier, Liste. Space Farm, Dion 3 Labs. Der Boxer Tank, Cargo Freighter. Den Cargo Freighter dürfte es ja jetzt nicht mehr geben. Der ist jetzt eigentlich weg. Die Harkon Sunseeker Fuel. Mal eben. Lass mich noch da kehren. Aber nach dem nächsten Neustart ist dann der da auch weg. Der da. Das noch eben einsacken, sonst. Ich mag das nicht, wenn Weltraummüll da ist. Ich mag das nicht. Dann gibt es auch gleich Futter. Und dann muss ich rendern und futtern und alles Mögliche. Achso. Sollte ich am besten so machen. Gucken, ob ich den jetzt gleich sehe, den Kern hier. Alter, 200 Meter noch. Warum bin ich nicht hingeflogen? Ah! Egal, das wird gleich ein geiler Weg wieder zurück werden. Solange jetzt kein anderes Raumschiff kommt, was mich jetzt hier wegsprengt. Guck mal, da unten ist der Kern, guck mal. Das ist Kenny, Kenny. Komm zu Papi. Komm, 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 komm. So, da. Asteria Destroyer. Gut. Ihr Lieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für eure Kommentare. Macht weiter so, finde ich geil und genial. Und ja, ich versuche mal wieder mehr Zeit rauszuholen für euch, für mehr Content. Ich hatte ja auch versprochen gehabt, KSP 2 zu bringen. Komme ich irgendwie auch die ganze Zeit nicht dazu. Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, kommentieren und abonnieren ist natürlich freiwillige Pflicht. Weiterempfehlen, sehr gerne gesehen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut, zu wünschen. Also, ne? Und wie war das? Hello, I love und ne? Den ganzen Mist tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.